Was sind GLP und P. Dizzle? Gottbrüder. Hallo und seid herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf meinem Kanal. Ja, wir spielen heute mal Teste dich und heute haben wir uns den Winzeit ausgesucht zu der ersten Folge. Ja, vielleicht werde ich davon mal so mehrere Sachen machen. Oder so, ja, mehrere Videos machen. Ja. Auf jeden Fall haben wir uns halt heute mal den Winzeit rausgesucht. Wir fangen jetzt einfach direkt an. Ihr könnt natürlich auch in den Kommentaren mitraten und einfach die Nummern Doppelpunkt und dann die Antwort schreiben, die ihr denkt. Und dann können wir ja gucken, wer am Ende besser war. Ja, und jetzt fangen wir auch an. Wie heißt Winzeit in echt? Das ist Sebastian. Wann wurde Winzeit geboren? Das hatte ich davor auch schon. Das war 2.12.1992. Wann wurde sein Kanal erstellt? Das war der 5.7., glaube ich, ja. 2013. Dann, ja, wie alt ist Winzeit? Das war 24. Wie viele Folgen Megaprojekt existieren auf seinem aktuellen YouTube-Kanal? Diese Frage wusste ich nicht, aber jetzt weiß ich sie, weil ich die Frage doch hatte, fällt mir gerade ein. Das waren 40, glaube ich. In welchem Netzwerk ist Winzeit? Das ist Cube One. Wie heißt seine Freundin? Joey. Wie viele Abonnenten hat Winzeit? Stand 10.2016. 1,7 Millionen. Ja. Dann, wie nennen Revi und Rotbild ihre Beziehung zueinander? Hashtag Revils. Hast du Revi auf YouTube abonniert? Ja. Oh, ja, jetzt können wir auch schon die Auswertung sehen. Ich glaube, jetzt dürfte alles richtig sein. Nice. Das heißt, wir haben hier alles richtig. Jetzt werden wir ja sehen, wer hier besser war von uns. Der in den Kommentaren oder ich. Deswegen suche ich mir jetzt noch einen raus und dann sehen wir uns bis gleich. So, und jetzt sind wir auch schon in der zweiten Runde. Und diesmal habe ich mir den Standard oder die zwei Standard gesucht. Einmal hatten wir eben Revi und jetzt haben wir auch den Paluten. Ja. Jetzt nochmal sein Kanal, damit wir nachgucken können. Wenn wir es gar nicht wissen oder hier keine Antworten stehen. Ja. 10 Fragen und jetzt fangen wir auch direkt an. Wann kam die erste Folge Freedom raus? Also Freedom gucke ich gar nicht. Aber ich denke, also. Ja, an Weihnachten. Nee, glaub. Also boah, auf jeden Fall. Welche Augenfarbe? Kleine Franz. Braun. Ihr heißt Palu. Da. Hat mich auch so. Hat mich. Ah ja. Wie nennt man Palu und GLP? Du bist Tumor. Wie viele Folgen Freedom gibt es? 10.10.2016. Also sind momentan auf jeden Fall über 300. Ich mache einfach mal über 300. Wann wurde P. Diesel geboren? Das weiß ich nicht. Wir machen einfach mal 13. Oder? Nee, das hier war irgendwie, glaube ich, 5.1.1988. Paluten ist eine Kürbis. Wann wurde Palutens YouTube-Kanal eröffnet? Am 17.10.2012. Welches Projekt spielt Palle mit Chaos Flow 44? Den kenne ich nicht mal. Gar keins, glaube ich. Ich kenne ihn nicht. Welches Wort benutzt Pidesel und GP statt Scheißhelfen? Gut. Auswerten. Wir machen das sehr. Du scheinst Paluten ja sehr gut zu kennen, denn du hast alles richtig. Ich hoffe, dir hat mit Fragebogen gefallen. Ja, die Fragen waren super. Wir hatten alles richtig. Ja, wir können eigentlich noch mal so noch einen YouTuber anhängen. Deswegen, ja, sehen wir uns bis gleich. So, und jetzt sind wir auch in der dritten Runde. Und jetzt haben wir auch noch German Let's Play am Start. Ja, wir haben hier wieder ein Quiz. Und ja, jetzt fangen wir auch wieder direkt an. Was war German Let's Plays erstes Video? Och du Scheiße, ich glaube. Er bringt ja immer noch. Oder bringt er noch Happy Wheels? Ich glaube schon. Ich glaube Happy Wheels. Wie viele Abonnenten hat die LP? Ja, das ist die Frage, wann wurde das denn erstellt? Am 17.10.2012.
13.10. Das ist, ich nehme das gerade am 23. auf. Vor 5 Tagen, da hatte er über 2 Millionen. Ja. Spitzname von GLP, Manu. War er bei Tube Clash 1 oder 2 dabei? Keine Ahnung. Was macht Manuel auf seinem Kanal? Gaming. Was sind GLP und P-Dizzle? Kottbrüder. Heißt der Stachelfisch von... Ups. Der Stachelfisch von GLP. Puffy. Wie sieht sein Minecraft-Skin aus? Weiße Maske. Mit wem spielt er oft Rocket League? Wie hat der in Rocket League geschrieben? De Aqua. Lee Gut. Okay. Mit Ordinata Jesus. Close, close, close. Wie fandest du das Quiz? Das ist die letzte Frage. Naja. Also die Frage hat etwas anders sein können. Oder vielleicht auch eine mehr oder so. Oder und dafür so eine Frage hier weg. Aber sonst fand ich es eigentlich ganz nice auch. Ja. Und jetzt haben wir 3 YouTuber schon mal rausgesucht. Ihr könnt mir in die Videobeschreibung, also in die Kommentare YouTuber schreiben, die ich testen soll. Also die, wo ich teste, wie gut ich sie kenne. Ihr könnt alle reinschreiben, wo es halt einen gibt. Und sonst auch einen Link schicken. Zu dem Teste dich von dem YouTuber. Wenn ihr eins ganz bestimmtes haben wollt, vielleicht auch euers oder so. Aber ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Wertung da. Abonnieren nicht vergessen, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. So, und bevor ich das jetzt vergesse, habe ich, nachdem ich die Aufnahme abgebrochen habe, gemerkt, ich habe vergessen auszuwerten. Da habe ich jetzt drauf geklickt und ja, jetzt steht hier 7 von 10 Fragen bzw. Aufgaben richtig beantwortet. Deswegen gucken wir jetzt mal, was wir so falsch haben. Das erste ist, German Let's Play spielt Piano, Hashtag 01. Das war sein erstes Video auf seinem Kanal. Dann, wie viele Abonnenten hat GLP? Richtig, über 2 Millionen. Spitzname von GLP, richtig, Piano. Tube Clash. Leider haben sie die Antwort nicht richtig ausgewählt. Richtig, Tube Clash 1. Ja, das wusste ich nicht. Was macht Manu auf seinem Kanal? Gaming, war richtig. Kottbrüder war auch richtig. Puffy war auch richtig. Blau, schwarz gestreifter Pulli mit weißer Maske war richtig. Ordinaka Jesus war mit Rocket richtig. Fandest du das cool? Ey, das ist doch, also wir halten jetzt fest, wir hätten 8 von 10 richtig. Ey, diese Antwort hier. Wir hätten super auswählen müssen, damit es richtig wäre. Ist ja egal. Ja, jetzt war's das wirklich mit dem Video und ciao.